Also ich bin Anja Röhl und meine Motivation hierher zu gehen, ich habe 1986 seinerzeit drei kleine Kinder gehabt, die waren unter 4 Jahre, also eins war 4, eins war 2 und eins war erst gerade geboren. Und ich habe damals Aktion Stillende Mütter gegründet und dann wurde das der Verein Mütter und Väter gegen atomare Bedrohung. Und wir hatten damals auch ganz, ganz viel Kraft aus dieser Verzweiflung und Wut. Und unser Motto war damals, aus unserer Wut eine Kraft machen. Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, wirklich die Atomkraftwerke. Wo kommen sie her? Dass die aus Berlin. Ah ja, aus Berlin. Dass die wirklich abgeschaltet werden sollen. Ja, und so kam die Rede zustande. Und eben haben wir hier eine Kette gebildet, ganz spontan. Es waren so viele Leute da und die Veranstalter haben einfach gesagt, Veranstaltung ist beendet. Aber keiner wollte das beenden. Und wir haben eine friedliche Kette um den ganzen Bunker rum gemacht. Ja? Und alle Leute haben gerufen, abschalten, Licht ausschalten, Strom sparen, weil das ganze Gebäude ist erleuchtet und kein Mensch ist zu sehen. Ja? Genau, boykottieren, würde ich dazu sagen. Ja. Ja. Also was ich heute wirklich das Allerschlimmste fand im Radio, das Zynischste überhaupt war, dass einer gesagt hat, ein Experte von der Wirtschaft, von der Regierung, irgendein Sprecher hat mir den Namen nicht gemerkt, dass durch diesen Vorfall in Japan das Bruttosozialprodukt sich erhöhen würde und dass das ein positiver wirtschaftlicher Effekt sei. Und der genauso nach Hiroshima und Nagasaki, und da könne man sich ja beruhigen, weil ja die Wirtschaft einen Aufschwung kriegt. Das ist so zynisch. Den Leuten, die müssten da mal hingehen, den müssten mal ihre eigenen Kinder, also da kriegt man so eine Wut, ja, das ist unglaublich. Also ich finde es ja noch zynischer im Prinzip. Es gibt ein Video eben auf YouTube, wo gesagt wird, also grafisch dargestellt wird, die Timeline von 1949 bis 1998, wo es 2053 Atomexplosionen wohl gab und man regt sich eben über, im Prinzip zynischerweise auch über Nichtigkeiten auf irgendwo, weil die ganzen Atomtests und die ganzen Die haben wir auch schon in unseren Knochen. Und dann wundert man sich über Krebskranke. Ja. Und wer einmal gelesen hat, aber die Politiker haben noch nie sich damit beschäftigt. Die beschäftigen sich damit mit dem Zusammenrechnen ihrer hohen Diäten. Ja. Aber die beschäftigen sich nicht damit, was es eigentlich bedeutet, an einer Strahlenkrankheit zu leiden. Mhm. Was es bedeutet, wenn sich die gesamte Körperflüssigkeit, ich komme aus der Medizin, wenn sie sich auflöst. Was es bedeutet, wenn man dann noch lebt und das miterlebt, wie sich der Körper langsam auflöst. So ist es in der Strahlenkrankheit. Und da werden Millionen von Leuten an dieser Krankheit sterben. Und dazu wird man bis in die nächsten 4, 5 Generationen den Krebs haben. Das ist unglaublich. Kennst du die Georgia Guidestones? Nee, aber ich habe die Berichte gelesen aus Hiroshima, Nagasaki und ich kenne aus Tschernobyl etliche Bücher. Und die haben noch heute auch im Radio gesagt, 29 Tote in Tschernobyl. Es ist unfassbar. Millionen sind da gestorben. Das ist entvölkert, dieses Tschernobyl. Das hat dem ganzen Sowjetsystem den Rücken gebrochen. Ja, auf den Georgia Guidestone steht es drauf, haltet die Menschheit unter 500 Millionen. Ja, sowas ähnliches. Ja, das Kalkül. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, da kann man nur noch Wut haben. Da kann man nur noch und sie haben keine Fantasie, keine Ernsthaftigkeit. Wir als Konsumenten, ne? Also, wir müssen boykottieren. Wir müssen das boykottieren. Unbedingt die Alternativenergien darauf umsteigen und so weiter. Da müssen auch noch ganz viele solche Aktionen stattfinden wie hier. Ja. Aber ich finde es auch unglaublich, dass sie... warte mal, was war denn das noch heute? Da war noch sowas Unglaubliches im Radio. Achso, ja, das andere war noch Plutonium, wie ungefährlich das sei. weil Plutonium ist ja so schwer, das kommt ja aus der Erde nicht raus. Höchstens in Nahrungsmitteln, aber wer kriegt schon Nahrungsmittel aus Japan? Ich meine, was haben die denn für einen Schatten, ja? Ja. Und ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Es ist nicht so, dass ich von keine Ahnung habe. Ja, der Größenwahn, ich meine, es ist ja eine Krankheit, die da haben müssten eigentlich. Es geht nur um den Profit und es ist genau das, was Karl Marx gesagt hat. Ab 300 Profit geht man über Leichen und diese Leute haben nicht 300 Profit, die kriegen 3000% Profit. Das ist unglaublich, wie sehr
was für eine Ungerechtigkeit zwischen den niedrigen Löhnen und den höchsten bestehen. Und diese Leute haben die höchsten und sie verfolgen nur die Interessen ihrer eigenen Klasse. Nichts anderes. Ja. Und sie opfern die Massen. Sitzen ja im Endeffekt, egal ob, aus welcher Partei, sitzen sie ja im Endeffekt in der gleichen Loge. Und ich finde, zum Beispiel drin. Ja, und, genau, und heute, ja, hier haben 6 Politiker geredet. Die haben schöne Worte gehabt. Ja. Und danach hat der Veranstalter gesagt, Ende, die Veranstaltung ist geschlossen. Und alle Leute, Tausende, 2.000, 3.000 Leute standen hier und standen baff da. Es gab kein offenes Mikro. Glücklicherweise gab es jetzt noch Aktionen, sogar eine, dass man den ganzen Kanzlerblock umrundet hat. Ja. Das war total toll. Aber die, der Zynismus besteht ja darin, diese Leute, die da jetzt geredet haben, waren ja alle aus Oppositionsparteien. Ja, da haben sie natürlich gut reden. Ja. Aber als sie noch in der Regierung saßen, haben sie das auch alles mitbefürwortet. Und das haben auch die Leute, die das davor haben sie auch Angst gehabt. Deswegen haben sie auch das Mikro nicht geöffnet, weil das die Leute hätten sagen können. Und ich hätte das richtig gut gefunden, wenn hier ein CDU-Politiker gewesen wäre und hätte gesagt, ich bin jetzt für Abschalten. Das hätte ich mutig gewesen. Und die sind zu feige. Es gibt einige. Ja. Es gibt einige, die sich das jetzt trauen. Und die wären hier gut gewesen. Ja? Die anderen kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Ja? Also, mag ja alles schöne Worte sein, aber wenn sie dann gleichzeitig sagen, jetzt ist die Veranstaltung geschlossen, dann enthüllen sie damit ihr wahres Ich, weil sie nämlich damit sagen wollen, wisst ihr was, ihr seid für uns nur Fußvolk, jetzt geht mal schön nach Hause, ihr spielt keine Rolle mehr. Wir als Politiker hatten unseren tollen Auftritt. Ja, nein, aber das, die Bevölkerung, die hier steht, die haben sich das nicht gefallen lassen. Und es ist jetzt schon 2 Stunden danach. Ja. Und es ist total gut, ja. Ja, genau. Ja, und das ist erst der Anfang, das wird noch mehr werden. Das glaube ich auch. So, jetzt bin ich zum Brandenburger Tor gelaufen. Ich wusste nicht, dass hier noch was ist. Aber wie man sieht, sie demonstrieren. Ist das nicht prächtig? Atomkraftwerke abschalten! Atomkraftwerke abschalten! Atomkraftwerke abschalten! Atomkraftwerke abschalten! Allesamt heute zum Kanzleramt. Wir ziehen allesamt heute zum Kanzleramt. Wir ziehen allesamt heute zum Kanzleramt. Jawohl, Frau Merkel! Hörst du uns? Atomkraftwerke!
Kraftwerke boykottieren! Boykottieren! Nach dem Industriezeitalter gab es bei uns große Prozesse und Boykotts. Prozesse? Alle Produzenten von Produkten, die schädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen waren, wurden des Völkermordes und des Verbrechens am Planeten schuldig gesprochen. Und das waren? Die Lebensmittelindustrie, die Chemiekonzerne, Fabrikanten von Waffen, Tabak, Alkohol, die Pharma- und Atomindustrie, Automobilhersteller, Architekten, viele Ärzte und Politiker, die alles zuließen, um sich zu bereichern. Da kommt was zusammen. Es entstand ein Bürgerkrieg, dann folgte der Boykott. Der Boykott? Alles, was schädlich für das Leben war, wurde nicht mehr gekauft. Kam auf den Sperrmüll. Das war die Lösung. Keine Käufer, keine Produktion. Armee und Polizei konnten nichts gegen den Boykott tun. Wie hieß sie gleich wieder, diese Epoche? Das Chaos der Prärenaissance. Es gab immerhin eine Renaissance. Oh ja. Wir begrüßen euch hier. Seid ihr die Demo, die vom Alex gekommen ist? Die man umsteigt auf erneuerbare Energie. Wir sind die, die hier ausgehalten haben, als man uns um 5:30 oder 6:15 von den Veranstaltern sagte, dass die Veranstaltung jetzt zu Ende ist. Die Veranstalter, die die Veranstaltung um 6 für zu Ende erklärt haben, ungeachtet der Tatsache, dass noch Tausende von Leuten hierher strömten, haben es zugelassen, dass auch etliche wieder weggingen, weil sie resigniert waren und dachten, jetzt ist es wirklich Schluss hier. Und das war unheimlich schade, denn wir hatten überhaupt keine Möglichkeit zu diskutieren und deswegen freue ich mich, dass ihr ein Mikro mitgebracht habt und jetzt ein freies Mikro zur Verfügung steht. Yeah! Dazu noch kurz die Information für euch, die ihr dazugekommen seid. Wir haben dann spontan eine Kette gemacht. Die hat sich hier vorne vom Kanzleramt formiert und sind um das ganze Kanzleramt, um die ganzen Bunker rumgegangen und haben uns auch nicht von Polizisten abhalten lassen davon. Und diese Kette war mit sehr vielen Leuten noch. Da sind wir ganz, ganz rum und sind dann hier wieder gekommen und die Rest der Kette war hier noch auf dem Platz und hat hier auch noch ganz viele Aktionen gemacht. Wie lange braucht ihr denn? Jetzt können wir nochmal hier die Gelegenheit nutzen zum Mikrofon. Und danach machen wir entsprechend Musik.